Hallo, keine Sorge, du bist nicht zu spät. Ich habe nur schon mal ein paar Mengen hingeschrieben, mit denen ich weitere Operationen machen will. Vielleicht mache ich das gleich mal so ein Venn-Diagramm wieder rein, dass wir hier den Überblick haben. Also dieses Venn-Diagramm in dem Beispiel könnte dieses Rechteck ja wieder alle positiven Zahlen darstellen. Und das hier sind Teilmengen von diesem Rechteck. Also irgendwo hätte ich da diese Menge a. Dann mache ich mal hier die Menge a rein und die bestünde aus der 5, der 3, der 17, 12, 17 und 19. Jetzt habe ich mal der Reihe nach hier der Größe nachgeordnet. Und dann wäre noch die Menge b drin und die b hätte die 17, die 19, die sind hier gleich und die 6 wäre auch drin. Wenn ich das jetzt einmale, dann wäre die Menge b sozusagen diese Menge hier. Und die Menge a wäre ja diese Menge hier. Also so hätte ich diese zwei Mengen in dem Venn-Diagramm eingemalt. Das, oder muss ich noch einschreiben hier? Das meinte ich, das wäre die Menge b. Im letzten Video habe ich ja schon mal über diese Schnittmenge hier gesprochen. Und da sind noch die 19 und 16 drin. Das sind also die Elemente der Menge, die sowohl in a als auch in b drin sind. Und ich hatte auch über die Vereinigungsmenge gesprochen, die Summenmenge sozusagen. Jetzt gibt es aber hier noch ein paar interessante Teilmengen, für die es vielleicht auch ganz interessant wäre, eine Operation zu haben. Und zwar ist das zum Beispiel diese Teilmenge hier. Also die 5, 3 und die 12. Das wäre so eine interessante Teilmenge. Das sind also sagen alle Teile in A, die nicht in B sind, oder umgedreht hier auf der anderen Seite, hier diese Teilmenge, das sind alle Teile in B, die nicht in A sind. Auch dafür gibt es eine Methode, wie ich das darstellen kann. Und zwar ist das die Subtraktion. Also da kann ich schreiben A minus B. Da bilde ich sozusagen eine Differenzmenge. Hat jetzt nichts mit den normalen Minuszeichen zwischen Zahlen zu tun, sondern das ist natürlich jetzt ganz anders definiert, wenn ich das auf Mengen anwende. Da kommt auch wieder eine Menge raus, wenn ich das hier mache. Und da sind alle Elemente der Menge a drin, die in b nicht drin sind. Das heißt, die 5 hier, die 5 wäre drin, denn die ist in b nicht drin. Und genauso wäre die 3 hier drin, denn die ist in b auch nicht drin. Die 17 wäre nicht dabei, denn die ist in b dabei. Die 12 wäre drin. Und die 19 ist nicht drin, denn die ist in b dabei. Was ist mit der 6? Kommt da eine minus 6? Nee, natürlich nicht, denn wenn ich jetzt hier eine Menge habe, in der keine 6 ist, da kann ich natürlich auch keine 6 wegnehmen. Egal, welche Zahlen hier zusätzlich drinstehen in dieser Menge, solange ich diese Zahlen hier oben nicht wegnehmen kann, ist das völlig wurscht. Da können noch hunderte von Zahlen drinstehen. Das ändert nichts am Ergebnis, dass die Differenzmenge eben nur aus der 5, der 3 und der 12 hier besteht. Ja, und das ist ja genau diese Differenzmenge, ist genau hier dieser Teil, den wir schon eingemalt haben. Das ist eben genau dieser Teil von A, der nicht in B enthalten ist. Und deshalb gibt es auch da verschiedene andere Schreibweisen oder Sprechweisen dafür. Man kann zum Beispiel auch sagen, das ist die Menge A ohne B. Und da macht man so einen komischen Querstrich. Also A ohne B würde man dann sagen. Das ist A ohne B. Oder wenn man es jetzt ganz geschwollen sagen möchte, dann nennt man das auch das relative Komplement. Das relative Komplement von, ja, von wem? Von B in A. Also das Komplement der Menge B in A. Das sind also die Teile in der Menge A, die in B eben nicht enthalten sind. Das kann ich jetzt auch umdrehen. Ich kann dann sagen, was ist denn jetzt b minus a? B minus a. Und wenn ich das jetzt nach der Regel da oben mache, dann schaue ich mir nach. Die 17 ist in a auch enthalten, deshalb die ist nicht dabei. Die 19 ist in a enthalten, die ist auch nicht dabei. Die 6 ist in b enthalten, aber in a ist sie nicht dabei. Das heißt, dieses b minus a, das besteht nur aus einem Element. Da ist nur die 6 drin. Und ja, das kann ich genauso ansprechen, als das ist eben die Menge b ohne a. Oder ich kann auch sagen, das ist das relative Komplement von a in b. Und das ist dann eben genau hier dieser Teil hier. Das hier ist dieses b minus a. Das ist genau dieses Element. Das ist der Teil von b, der eben in a nicht
enthalten ist. Was kommt denn raus, wenn ich eine Menge A von A selber abziehe, also A minus A oder A ohne A? Was kommt da raus? Nun, wenn ich hier die Regeln drauf anwende, dann würde ich natürlich jetzt hier schauen, wenn ich jetzt also hier eine 5 habe in der Menge A und in der Menge, die ich abziehe, ist ja auch diese 5 drin. Das heißt, die 5 kommt also nicht in Frage und die 3 genauso wenig und keines dieser Elemente kommt in Frage. Das heißt, da kriege ich eine leere Menge. Da kriege ich eine Menge, in der keine Elemente drin sind. Und das nenne ich eben eine leere Menge und die kann ich entweder so schreiben oder die kann ich auch so schreiben. Das heißt, das ist eine Menge, die enthält kein einziges Element. Ja, so viel zum Komplement hier. Und nachdem das relatives Komplement heißt, könnt ihr euch vorstellen, dass es da auch ein absolutes Komplement gibt. Und darüber geht dann das nächste Video.